Hey, meine Lieben, so schnell sehen wir uns wieder. Ich habe heute früh das Bedürfnis gehabt, eine Neumondbotschaft aufzunehmen. Ja, wir haben den Neumond in der Jungfrau und die Energie davon ist schon fast extrem, würde ich sagen. Die Botschaft an sich heißt, es ist Zeit, lieber zu geben als zu nehmen. Und es hat sich in mir gleich so viel aufgetan, weil ich natürlich gleich hinterfragt habe, was ist hier der tiefere Sinn? Es geht ums Austeilen. Es geht darum, das, was ist, nach außen zu geben. Ja, ist ein bisschen Trigger-Thematik, ist ein bisschen eine riskante Thematik, denn hier gibt es auch zum Beispiel Dinge, ich sage jetzt mal so Richtung negative Seite, wo vielleicht schon lange ansteht, dass du jemandem mal ordentlich die Meinung geigst, beziehungsweise deine Grenzen setzt. Eventuell bist du schon lange in diesem Modus, aber du musst dich zurückhalten aus irgendwelchen Gründen. Du traust dich vielleicht nicht oder dergleichen. Hast vielleicht noch nicht die richtigen Worte gefunden. Zweifelst vielleicht noch oder hast Angst, die Dinge auszusprechen oder diese Dinge zu tun. Und dieser Neumond ermutigt dich natürlich immer mit Bedacht, ja, diesen Schritt zu wagen, diesen Schritt für dich zu wagen, um was es auch immer geht. Überprüfe natürlich mit deiner eigenen Wahrnehmung, was damit gemeint ist. Ja, weil wenn es jetzt heißt, kaufe eine Villa für 1,5 Millionen oder so und du hast das Geld nicht, dann ist diese Botschaft nicht für dich bestimmt mit dem, ja, tu es, no problem. Nein, ja. Es geht hier vielleicht um kleinere Dinge. Es geht hier um Worte, die nicht ausgesprochen sind, die zurückgehalten sind. Vielleicht irgendwelche Handlungen, wo man sich noch nicht getraut hat oder dergleichen. Spür dich da bitte rein. Wir gehen ein bisschen mehr ins Detail und holen uns gleich noch eine Energiekarte für das Kollektiv. Der Neumond in der Jungfrau, das ist eine sehr, sehr emotionale, gefühlvolle Karte. Es kann sein, dass du dich nicht in deiner ganzen Kraft fühlst und aus diesem Grund auch vielleicht dich nicht wirklich traust, diesen Schritt zu gehen. Allerdings ist diese Energiequalität so emotional, dass du, wenn du jetzt die Dinge tun würdest oder aussprechen würdest, dann würdest du definitiv die richtigen Worte finden. Und zwar diese Worte, die dich spiegeln. Ja, das ist dann nicht irgendwie ein Gespräch zum Beispiel aus dem Verstand raus oder ein, jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein, wo du einfach, keine Ahnung, eine Diskussion, wo du einfach sehr gut argumentieren kannst. Nein, es ist auf der emotionalen Ebene ein 1:1. Und ja, da können auch mal Dinge rauskommen, die den Gesprächspartner oder das Gegenüber antriggern, verletzen oder dergleichen. Deswegen natürlich immer mit Bedacht, ja. Es geht um die Willpower. Es geht um dein Bedürfnis, dich zu verwirklichen, das, was in dir schlummert. Unter dem Deck haben wir den Frieden. Frieden finden, indem man in die Freiheit geht, indem man sich befreit. Du siehst hier die Frau in dem Käfig. Was macht sie da drin? Im ersten Eindruck sieht man sofort, sie gehört hier nicht rein. Sie gehört nicht in diesen Käfig. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sie hält das Licht in der Hand. Sie hält die Erleuchtung in der Hand. In ihr schlummert das Wissen. Und ich glaube, das kann man nicht so gut sehen.
Hier ist eine Libelle, die fliegt hier vor ihrem Käfig rum. Ja, und übrigens hier auch noch die weißen Tauben und so. Ne, oh mein Gott, was die Tiere uns wieder für Botschaften überbringen. Also, diese Libelle, dieser Drache steht auch für die Freiheit, die dich ermutigen möchte, oder die Libelle möchte dich ermutigen, in die Freiheit zu gehen, den Schritt zu wagen, auszubrechen aus diesem Gefängnis, vielleicht aus deinem selbst erbauten Gefängnis, deine Mauern, die du um dich rum aufgebaut hast, weil du dich vielleicht klein gefühlt hast, weil du dich vielleicht schwach gefühlt hast. Manchmal ist es so, egal wie klein oder schwach du dich fühlst. Manchmal muss man einfach trotzdem den Mut aufbringen, um diesen Schritt zu wagen, diese Worte auszusprechen. Einfach nur, um dich selbst wieder in deine Größe zu katapultieren, teilweise auch. Um dich selbst wieder zu spüren, wahrzunehmen und um zu dir zu stehen. Deinen eigenen Weg gehen, deine Kreativität, deine Schöpferkraft nach außen bringen. Du formst deine Welt, du formst deine Realität. Ich weiß, dieses Ding mit der Schöpferkraft, ja, das ist ein großer Begriff und auch von ganz, ganz vielen falsch verstanden. Zu mir hat mal jemand gesagt, ja, was willst du denn mit deiner Schöpferkraft? Ja, komm, veränder doch mal das Wetter. Ich habe dann nur gesagt, sorry, du hast die Botschaft nicht verstanden. Ja, es gibt Dinge, die fühlt man, es gibt Dinge, die weiß man, und wenn es gar nichts für einen ist, dann darf man das auch einfach mal stehen lassen. Okay? Nichtsdestotrotz bleibe ich trotzdem dabei. Es geht darum, wie du deine Welt, deine Realität formen möchtest. Und es hat nichts damit zu tun, dass du ein größeres Haus gern hättest oder Millionär werden möchtest oder sonst irgendwas, sondern ich meine das auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Was immer hier ist in dir, was immer in dir schlummert, lass es frei, lass es raus. Es ist Zeit zu geben, anstatt zu nehmen. Wie viele Prägungen, Konstrukte, Konzepte lassen wir uns immer wieder gerne mal auferlegen? Genau oder gerade die empathischsten von uns. Manchmal können wir uns nicht mal dagegen wehren. Ja, wir wissen zwar, es ist nicht richtig, und andererseits gehen wir aber mit in diese Energie. Und hierbei darf man auch ganz klar Grenzen setzen, beziehungsweise diese Jungfrau Neumondin sagt ganz klar: Hey, das, was in dir ist, zählt. Das, was in dir ist, bedeutet was Großes, ist wertvoll, möchte nach außen, hat das Anrecht, da zu sein. Erkenne dich. Von Herzen danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.